Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu dem Yuffie DLC von Final Fantasy VII Remake. Süß, wie sie rennt. Hui, ich kann fliegen. Ey, wo willst du hin? Denkt wahrscheinlich immer noch, dass die Gardisten hinter ihm her sind, hä? Aber wir sind's doch, Schätzelein, so warte doch. Genau, dann das. Kiste. So. Schätzelein, wo bist du? Ernsthaft, wie weit rennt der denn noch? Oh. Das kann ja lustig werden hier. Yes. Ich hoffe, Nayu geht es gut. Sie kennt sich hier aus und kommt schon zurecht. Die waren alle netter, als ich erwartet hatte. Weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber ich habe mich in Wutheim mal mit Avalanche in die Haare gekriegt. Hatte deshalb null Vertrauen in die Leute hier. Ja, ich erinnere mich an den Vorfall. Avalanche scheint sich seitdem wirklich verändert zu haben. Jetzt ist sie sauer. Ich kann es verstehen irgendwie. Aber okay, das erklärt, warum er noch weiter gelaufen ist. Die hatten ja leider Verstärkung angefordert und die ist auf jeden Fall hinter ihm her. Aber das war schon cool mit dem Schalter von ihm. Definitiv. Hm? Was denn? Ach nee, nicht ihr schon wieder. Haben wir den Kampfgeist, genau. Nochmal gucken, was hast du denn mir zu sagen über dich? Wirksames Eis, das kann Sonon ja gleich mal machen. Eine besondere Variante des Greifkäfers, die größer, wilder und hungriger ist als alle anderen Arten. Beziehungsweise als andere Arten. So, ob alle, weiß ich nicht. Wittert der Horngreifkäfer Beute, schickt er andere Greifkäfer vor, die im Schwarm darüber herfallen. Oh. Wenn alle Greifkäfer besiegt, die er herbeigerufen hat, füllt sich seine Schockleiste schneller auf. Er kann verlorene TP wiederherstellen, indem er andere Greifkäfer frisst. Oh. Hier, friss Eis. Du bist ein kleiner wirklich, ne? Kleiner. Aber davon habe ich ja schon 7 auch besiegt, deswegen alles gut. Nice. Das ging ja. Wie fantastisch war's. Du erfüllst mich mit Ehrfurcht. Wieder mal. Und wir haben wieder ein weiteres Accessoire bekommen. Na. Ein Gozu-Speicherschip. Oh. Ein Accessoire für den Rüstungsgegenstand Dämonenarmreif. Ah, okay. Aber wieso habe ich denn auch das... Ach nee, Quatsch, ist ja richtig. Aber ich habe doch den Dämonenarmreif bei mir. Warte mal, bin ich jetzt irgendwie gerade falsch? Ja, Dämonenarmreif habe ich doch. Also, wenn ich das hier doch dann nehme, dann habe ich doch jetzt hier sogar dementsprechend diese Fähigkeit rein theoretisch. Hier mit Gozu-Speicherschip oder Mezu-Speicherschip.
Und ich habe jetzt hier den Gose-Speicherschiff, deswegen ist doch nett. Deswegen, dass es hier so in Rot steht, ist halt irgendwie so, als ob ich es trotzdem nicht benutzen könnte. Irgendwie so Warnung. Aber nö. Erhöht den erteilten Schaden proportional zu den aktuellen TP des Charakters. Ob das gut ist, weiß ich allerdings nicht. Ein Speicherschip, der Daten des Dämons Gozo enthält. Entfalte seinen Zusatzeffekt, wenn er... Genau, bla bla. Aber ich bin auf diesen Effekt gespannt, deswegen... Ist eigentlich, denke ich mal, nicht so verkehrt. Und ich habe hier außerdem gerade einen weiteren Materia-Slot. Dann nehme ich mir doch mal Gewitter mit, weil das habe ich jetzt noch gar nicht, deswegen passt. Bei dir ist aber nichts wirklich neu, dass ich noch was anderes dir geben kann, von daher, du bleibst einfach mal so. Sollte passen. Aber ich merke schon selber, da ich jetzt meinem Freund nochmal mehr bei Rebirth zugeschaut habe, dass ich da jetzt mehr auf Ausrüstung und die Fähigkeiten und Fertigkeiten und alles Mögliche achte. Ist, denke ich mal, nicht verkehrt. Auch wenn es bei mir auch vielleicht zum Glück nicht ganz so wichtig ist wie auf normal oder sowas, ne, klar, aber ne, man will ja trotzdem gut werden und besser werden und überhaupt. Von daher passt. Stahlsichel. Vor allem hier geht's weiter, aber es geht da vorne doch auch weiter nach oben. Das ist die Frage, muss ich denn weiter nach oben oder muss ich hier weiter lang? Das weiß ich halt nicht. Aber ich glaube, wenn ich nach oben gehe, komme ich leichter wieder runter dementsprechend, ne? Aber neue Waffe für Yuffie, deswegen... Die physische Attacke steigt auf jeden Fall dadurch. Mhm. Nur die magische Attacke sinkt ein bisschen, macht aber eigentlich dann nichts auch. Verbannung. Ein aus drei Sensenblättern bestehender Wurfstern, der tödliche Wunden schlägt. Aha. Umso stärker, je mehr ATB man für andere Kommandos aufgewandt hat. Das Element ändert sich durch Elementar-Ninjutsu. Kann in der Luft eingesetzt werden, okay. Oh, hier habe ich natürlich nichts gemeistert, aber bei meiner Waffe, yay. Wählt ein Element aus, das verstärkt für Ninjutsu-Angriffe verwendet wird. Ich muss nur mal gucken, wie ich Ninjutsu wirklich gezielt einsetze, weil bisher ist es irgendwie eher Glück, wenn das mal ausgenutzt wird. Aber dass ich da gar nichts habe an Geschicklichkeit, wundert mich dann doch sehr stark, weil ich hatte es ja zwischendurch benutzt. Deswegen, das ist komisch. Das ist die Frage, aber wenn ich da sowieso noch gar nichts verbessert habe, kann ich eigentlich auch direkt erstmal sonst hierhin... kann ich nicht. Das hat sehr viel weniger Materia-Slots, obwohl ich da direkt 32 Dinger für voll habe. Ich kann aber eben kurz nachgucken. Nein, ich wollte nicht. Nein! Das wollte ich nicht. Danke. Ich wollte doch hier reingehen. Ist ein bisschen umständlich, dass ich da immer erstmal einmal aus dem normalen Menü voraus muss, finde ich. Aber naja. Kann ich dir denn sonst Schönes geben? Das ist das. Magische Attacke. Kritische Fähigkeit. Aber ansonsten, was Materia-Slots angeht, kann ich dem bisher gerade gar nichts geben. Deswegen bin ich da gerade nicht so begeistert von, muss ich ganz ehrlich sagen. Sonst wäre es was anderes. Obwohl, da habe ich gerade null, ne? Habe ich gerade richtig gesehen? Ja. Schade. Na gut, bleiben wir erstmal kurz dabei. Dann gehe ich, glaube ich, erstmal wirklich nach oben. Das war nach unten. Juffi, falsche Richtung. Aber okay, dann kann ich doch nicht weiter nach oben. Hatte ich falsch geguckt. Okay, macht Sinn. Oho, damit sollten wir weiterkommen. Wir sind unterwegs. Chor 3 hat den Verdächtigen beim Hauptpfeiler gestellt. Schließen wir auf. Beim Hauptpfeiler gestellt?
Der hat sicher ganz schön was getraut. Reißt es, Pack! Gehen wir! Folgen wir ihm? Warte, Chefin! Stehen bleiben! Wann rächt sich das? Reden wir lieber darüber, wie wir Gigi finden sollen. Ich habe eine Idee. Lass uns erstmal einen Ort mit gutem Überblick suchen. Okay. Nimm das! Gut, dann eben von hier. Das wollte ich so nicht unbedingt. Ich meine, du standest da dran, Juffi. Aber ist okay. Kannst du so auch machen. Whee! Materiallager. Na, wo ist er jetzt? Obwohl, es hieß ja Hauptpfeiler. Der ist ja dann eigentlich jetzt nicht... Obwohl doch, wir bewegen uns ja darauf zu, ne? Nee, aber ist das nicht der Hauptpfeiler da vorne? Egal, folgen wir einfach dem Weg weiter. Alter, wie sie am Klettern ist, wirklich wie so ein Äffchen. Siehst du die gigantische Säule dort hinten? Das ist der Hauptpfeiler, der die Stadt stützt. Die Wartungsstation, von der die Gardisten gesprochen haben, muss also dort irgendwo sein. Aha, verstehe. Gehen wir. Also doch, dann lag ich ja eben doch richtig. Ach so. Auch gut. Dann erstmal nochmal hoch. Kommen wir da denn jetzt nur am besten rüber? Oh, dieser Schalter kommt mir sehr verdächtig vor. Da unten ist ja auch einer, deswegen, ja. Nehmen wir den. Das sieht doch jetzt schon wieder besser aus. Deswegen alles halb so wild. Oder gibt es noch irgendwelche Secrets, die ich mit besonderen Schalterkombinationen irgendwie erreichen kann? Irgendwo eine Materia oder sowas. Aber eigentlich sehe ich hier nichts in dieser Hinsicht. Von daher, nö, war wohl nur für den Hauptweg erstmal. Okay, vielleicht später. Hallöchen, ihr Kleinen. Das wollte ich nicht. Materia sind wieder aufgestiegen, sehr schön. Aber Genjutsu, oder wie das heißt, ist echt so noch eine gerade Herausforderung für mich. Wie gesagt, weil die ersten Aufnahmen einfach so lange her sind. Ich muss nochmal nachgucken, wie man das wirklich gezielt einsetzt. In den alten Parts. Ah, Kiste. Ach, Tempobrett 3, siehst du mal. Oh. Hi. Die haben mich heute kein Glück. Wer bist du denn? Wirksames Eis. Okay, wilder Wachhund. Eine experimentelle Version des militärischen Wachhundes. Durch stetige Verabreichung leistungssteigender Mittel wurde das Muskelwachstum gewöhnlicher Wachhunde aufs Mehrfache gesteigert. Als Nebenwirkung der Medikamente verloren die Testsubjekte jedoch das Bewusstsein normaler Lebewesen und wurden zu unkontrollierbaren Kampfmaschinen.
Viele wurden daraufhin getötet, einige wenige überlebten jedoch. Okay. Alles gut. Ah, warte mal da. Ja. Kann ich dich jetzt hier irgendwie... Ah. Hier könnte ich umschalten auf Flamme, Frost, Frost. Deswegen geht doch. Ich weiß jetzt, wie ich das einsetze. Nice. Kann ich mal übel, Sono. Du aber auch. Hehe, danke. Habe ich dadurch jetzt... Nein, das würde ich nicht. Obwohl, ich könnte einen kleinen Trank mal irgendwie benutzen. Obwohl, ich habe nicht so viel. Obwohl, doch hier, super Trank. Schluck mal. Ja, für die anderen ist es nicht so... für ihn ist es nicht so nötig. Deswegen habe ich da jetzt dementsprechend gerade was ein bisschen... Ja, doch. Genau. Jetzt habe ich Geschicklichkeit 30%. Geht doch. Okay, sehr schön. Ich muss nicht nachgucken. Yay! Wie gesagt, Übung macht den Meister. Jetzt weiß ich es wenigstens wieder, wie es geht. Sehr schön. So muss das doch. Okay, du bist jetzt umgestiegen. War das klug? Ne, immerhin sind hier Kisten, ne? Von daher. Aber wahrscheinlich wird es mit diesen Gitter-Schalter-Kombinationen noch ein bisschen aufregender werden, sag ich mal. Dass man da mehr Kombinationen ausprobieren muss, um dann zum Ziel zu kommen. Oder zu den Zielen, je nachdem. Ne? Aha. Okay, dann doch die Seite. Hier kann ich nicht weiter, ne, oder? Ich kann hier noch nicht abspringen, okay. Jetzt aber. Sehr schön. Ich meine, hättest du auch von oben runterspringen können, Yuffie, ne? So schlimm wäre das für dich ja nicht, aber egal. Da hinten sind noch Kisten. Frage ist, wie ich da hinkomme. Aber erstmal nochmal Gegner. Ida hat gesammelt. Lass mich los! Kampfgeist! Sie erfasst! Ich bin bereit! Erstmal gucken. Was willst du von mir? Jetzt gehörst du mir! Genau, jetzt gehörst du mir. Auch wieder Frost. Wandernder Wolf. Aber ich habe doch schon zwei davon sogar besiegt. Siehst du mal. Aber hatte ich die schon analysiert? Nee, ich glaube nicht. Eine Bestie, die man früher nur außerhalb Midgars antraf. In letzter Zeit wandern aber immer mehr Exemplare auf der Suche nach Nahrung in die Slums. Okay, wir sind hier nicht mehr ganz genau in den Slums, sondern eher darüber, aber egal. Wie ist der hier hochgekommen? Egal. Kontertangriffe jeder Art, weiche den Konterangriffen aus oder blockiere sie, um schnell seine Schockleiste zu füllen. Ha. Wie ist das? Treibe deine Strafe! Es geht weiter. Es ging auf jeden Fall schnell. So. Hier ist jetzt eins und der Schalter ist dort anscheinend. Nochmal. Ja. Was denn? Du hast gesagt, Avalanche hätte sich verändert. Richtig. Jetzt fehlt ihnen die Entschlossenheit. Ehrlich gesagt, würde ich mich lieber mit ihrer Splittergruppe zusammenschließen. Was meinst du? Ja. Stimmt. Ich sollte mich nicht beschweren, die nicht so viel für uns getan haben. Ich weiß, was du meinst. Sie sind wirklich gute Menschen. Aber genau das ist das Problem. Edgar braucht keine guten Menschen. Es ist mir egal, was aus dieser Stadt wird. Ja. Das ist aber traurig. Konzentriert. Hier hab ich
Oh, das war's schon. Okay. Ich glaube, ich werde ein wenig zu stark. Was sagst du? Ganz wie du meinst, Chefin. Naja, vielleicht ein bisschen Turbo-Ether. Das klingt schön. Ach, muss ich hier gar nicht endgültig hin. Das war nur für ein bisschen Kämpfchen und das Gespräch, sag ich mal. Oh, da hinten liegt ja außerdem noch eine schöne Materie. Da will ich unbedingt hin. Aber das war dann hier anscheinend echt nur ein bisschen Bonus. Gut. Auch gut. Kann ich mitleben. Na. Wobei, da vorne ist auch eine 1 natürlich. Und da sind auch nochmal Kisten, deswegen gehen wir mal dahin. Na, komm, wirst du wohl. Danke. Danke. Ah, jetzt muss ich den Schalter nochmal umlegen, genau. Aber so komme ich natürlich nicht zur Materie. Da muss ich gleich nochmal irgendwie ein bisschen gucken und vielleicht tricksen. Hier könnte ich durch, aber ich kann hier auch irgendwie nach oben. Warum? Das sieht hier eher nach Bonuskram aus, wenn ich ehrlich bin. Aber hier geht es auch irgendwie nochmal dann runter. Ist das jetzt hier der richtige Weg? Bin ich jetzt irgendwie doch falsch gelaufen? Ich weiß es nicht genau. Ist ja hier auch nicht gerade so gut alles zu sehen, ne? Legen wir mal den Schalter nochmal um. Weil jetzt müsste ich doch, genau, hier komme ich zur Materie. Geht doch. Ne, da kenne ich doch nichts. Danke. Na, was bist du Schönes? Elementaraffinität. Das klingt wirklich schön. Frage ist, bringt die gerade eine von euch wirklich so viel, so wie das hier gerade aufgestellt ist? Das könnte ich hier auf jeden Fall dann kombinieren, sonst eventuell. Oder auch damit später. Das ist das, das ist das. Oh. Ich meine, die benutze ich sonst relativ selten rein theoretisch. Aber ist trotzdem nicht eigentlich natürlich gerade schlecht. Ich meine, das kann ich eigentlich ruhig austauschen. Wenn das dann was bringt. Das ist auch gut. Das hat er ja gar nicht drin. Aber blocken tue ich auch relativ selten, deswegen ist das jetzt gerade nicht so wichtig. Das ist höchstens auch sehr schön. Vor allem hier zustandsresistent tot. Das ist richtig schön. Ah, genau, hier ist es doch. Verleiht der Ausrüstung oder der Waffe das Element der verbundenen Materie. Bei Waffen erhöht sich die elementare... Ah, okay, die elementare Attacke. Bei Rüstungen die elementare Resistenz. Wenn mehrere Materie eingesetzt sind, ist nur der Effekt der ersten gültig. Kann mit dem Materie Glut, Frost, Gewitter und Luft verbunden werden. Okay, ist für ihn eigentlich dann gerade auf jeden Fall nicht so gut. Gut, das sollte dann das eher eigentlich Yuffie geben tatsächlich. Wobei ich gerade gegen nix auf jeden Fall extra stark sein muss oder sowas. Aber ich gebe dir mal hier die Zerstörung. Die klingt doch auf jeden Fall schöner als das mit den Gegenständen. Aber gut, mal davon abgesehen ist der Part lang genug. Deswegen würde ich ihn jetzt erstmal hier beenden. Und wir sehen uns hier im nächsten Part auf jeden Fall wieder. Macht's bis dahin auf jeden Fall gut und euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Ciao!